Ich begrüße Sie, liebe Zuschauer. Wir sind heute bei Studio Korrektiv und unterhalten uns über die Mafia in Deutschland. David Schraven und Margherita Bettoni aus unserer Redaktion haben zusammen mit RTL und der Wochenzeitung Stern ein Jahr dazu recherchiert. Was vielleicht für einige von uns nicht ganz klar ist, was und wo haben wir eigentlich in Deutschland mit den mafiösen Strukturen zu tun? Schließlich geht es um eine Organisation, die typischerweise innerhalb der italienischen Community bleibt. Diese Landkarte, die Sie sich auch auf unserer Seite sich anschauen können, zeigt, was und wo die Mafia in Deutschland macht. David, ihr habt diese Daten gesammelt, um die mafiösen Strukturen sichtbar zu machen. Was sagt diese Landkarte aus? Also bei der Karte geht es darum, dass wir erstmal gesammelt haben, welche bekannten Mafiosi gibt es in Deutschland? Wo sind die? Was machen die? Wir haben die hier mal dargestellt und was man hier so blinken sieht, das sind die bekannten Mafia-Mitglieder von verschiedenen Gruppen, 'Ndrangheta, Cosa Nostra und auch Camorra ein paar. Die sieht man. Und von da aus kann man jetzt deren Verbindungen in Deutschland sich anschauen und entdecken. Also wir nehmen mal einen hier raus, den Kollegen, klicken drauf. Dann sehen wir halt, okay, wo sind denn hier die Mafiosi in der Region ansässig? Wir können dann halt weiter gucken. Man hat dann zum Beispiel den hier. Hat der irgendwelche Verbindungen? Oder der? Man sieht halt hier, der hat da und da ein paar Kontakte. Man kann sich Lokale angucken, mit denen die in Verbindung stehen. Und dann sehen wir hier so Leute, die sind in weiß dargestellt. Die Leute, die in weiß dargestellt sind, das sind keine direkten Mitglieder der Mafia, sondern wir nennen die Affiliierte oder Mafia-Kollegen, Kumpels. Die arbeiten halt mit Mafiosi, mit bekannten Mafiosi zusammen in verschiedenen Aspekten. Und dann kann man auch wieder von denen weitergehen und kann wieder weitere Leute entdecken und deren Verbindungen nachsehen. Wenn man sich alles zusammen anschaut, haben wir hier unten eine Taste gemacht, da kann man alle Personen auf einmal erkennen, die wir halt haben in Deutschland. Und das ist eine ganze Reihe. Wir haben insgesamt ungefähr 1200 Leute, die in Deutschland bekannt sind als entweder Mafia-Mitglieder oder als Leute, die mit der Mafia zusammenarbeiten. Woher habt ihr eigentlich diese Daten? Woher weißt ihr, wer diese Leute sind und wo die agieren? Also wir haben die Daten aus verschiedenen Ermittlungsverfahren. Wir haben Berichte vom BKA, vom Bundeskriminalamt, von verschiedenen Landeskriminalämtern. Wir haben Unterlagen ausgewertet der Anti-Mafia-Kommission in Rom. Und wir haben dann immer geguckt, wo sind die Leute festgestellt worden? Wo kann man sie festmachen? Wir haben von allen diesen Leuten Name, Adresse, oft auch Geburtsdatum. Wir haben so ziemlich alles von denen. Aufgrund des deutschen Presserechts sind wir nicht in der Lage, diese ganzen persönlichen Daten zu veröffentlichen. Deswegen machen wir hier nur deren Standort ungefähr, damit man einen Eindruck kriegt, wo sind denn große Ballungsräume, wo ist die Mafia besonders stark. Ich sehe hier in dieser Region, dass auffällig ist, dass es eine größere Dichte an Mafiosi gibt. Wie erklärt sich das? Also wir haben, finde ich, ziemlich einfach zu erklären, hier so einen großen Streifen, in dem die Mafia stark ist. Das geht so von Baden-Württemberg über Hessen nach Nordrhein-Westfalen. Wir haben dann noch in Nürnberg ein Zentrum, in Bayern, in München noch ein bisschen. Das erklärt sich daraus, dass die Mafia nach Deutschland gekommen ist, zusammen mit den Leuten, die hier angefangen haben zu arbeiten, die aus Italien eingewandert sind. Das ist erstmal nichts Schlimmes oder Ungewöhnliches. Die Mafia hat die Verbindung gehalten und hat dann diese Leute genutzt quasi als Cover, um nach Deutschland zu kommen. Hier dieser große Klumpen, das ist die Industrie entlang des Rheines und dem Ruhrgebiet. Da ist halt die Mafia sehr stark. Wir haben hier unten rund um Stuttgart eine ziemlich große Basis. Das ist so ein bisschen wie eine Wetterkarte. Wenn man da nochmal reinguckt, das ist schon eine Menge Volk, was da zusammenhockt. Es kann ja sein, dass unsere Wahrnehmung durch Hollywood-Filme über die Mafia etwas verändert ist, aber die Realität ist ja anders. Schauen Sie sich mal diesen Einschnitt an über die Machenschaften der kalabrisischen Mafia. Die Mafia Kalabriens ist eine der mächtigsten kriminellen Organisationen der Welt, mit einem geschätzten Jahresumsatz von 53 Milliarden Euro. Sie hat sich hochgearbeitet, anfangs mit Entführungen, heute macht sie ihr Geld vor allem mit Drogenschmuggel, Waffenhandel und illegaler Müllentsorgung. 60.000 Menschen sollen in ihre Geschäfte verstrickt sein. Von Kalabrien aus hat sie sich in mehr als 30 Länder ausgebreitet. In Europa ist sie besonders in Deutschland aktiv. Möglichst unauffällig wird hier illegales Geld gewaschen, vor allem über Immobilien. Das hatten wir im vergangenen Jahr bereits gemeinsam mit dem Recherchezentrum Korrektiv recherchiert.
Was die 'Ndrangheta so stark macht, sind die Blutsbande. Die 'Ndrangheta ist noch mehr als andere Mafia-Organisationen Familiensache. Die Polizei bekommt da nur schwer einen Fuß in die Tür. Hier herrschen Gewalt, Rache und das Gesetz des Schweigens, die Omerta. Eine der wenigen, die sich nicht vom Omerta, also vom Gesetz des Schweigens, einschüchtern ließ, ist Maria Giordano. Sie ist eine sehr mutige Frau, die sich einen außergewöhnlichen Schritt gewagt hat. Und zwar, sie hat als Kronzeugin gegen führende Köpfe der kalabresischen Mafia ausgesagt. Margherita, ihr habt ja Maria Giordano ganz lange begleitet. Was bewegt denn diese Frau, als Kronzeugin auszusagen und dann auch noch aus dem Zeugenschutzprogramm auszusteigen? Und wie muss man sich denn so ein Leben vorstellen? Also der Hauptbeweggrund bei Maria, Kronzeugin zu werden, waren deutlich ihre Kinder. Sie hat ja 5 Kinder, 2 davon sind Söhne. Und über diese 2 Söhne, das wiederholt sie immer wieder, sagt sie, wären sie jetzt in Kalabrien geblieben, also wäre ich noch in der 'Ndrangheta gewesen, dann wäre mein Ältester, der ist 18 Jahre alt, er würde jetzt im Knast sitzen. Mein Jüngster, der ist 13 Jahre alt, er würde schon mit Drogen dealen. Also damit also mit der 'Ndrangheta Schluss zu machen, sozusagen auszusagen gegen die 'Ndrangheta, war für Maria halt einfach der Weg, um ihre Kinder halt eine andere Zukunft zu geben. Sie hatte auch das Glück, in Kalabrien auf gute Polizisten zu treffen, auf einen guten Staatsanwalt Luberto. Die haben ihr den Rücken damals gestärkt und dann hat sie ausgesagt und sie kam somit ins Zeugenschutzprogramm. Das Problem war halt eben bei Maria, dass das Zeugenschutzprogramm sehr anders funktioniert hat, als sie sich selber das vorgestellt hatte. Sie sagt dazu, dass der italienische Staat mit großen Familien nicht umgehen kann. Tatsächlich wurde sie von einer Stadt zum anderen immer wieder bewegt, immer wieder in einem neuen Hotel oder in einer Ferienwohnung untergebracht und für eine 7-köpfige Familie, also sie, ihr Freund, der aktuelle jetzt Ehemann, und für die 5 Kinder hatten sie nur 1.500 Euro zur Verfügung. Das reichte nicht aus. Dazu kommt es auch, dass die 'Ndrangheta Maria immer wieder aufspüren könnte an der Orte, wo die Familie untergebracht war, weswegen sie eigentlich eben jetzt seit Frühjahr 2016 sich entschieden hat, aus dem Programm auszusteigen und nach Deutschland zu kommen. Mhm. Wir hatten eben auch das Glück, sie begleiten zu können, eben weil Maria hier in Deutschland keinen besonderen Schutz genießt. Also sie hat sich deswegen auch der Öffentlichkeit gewandt, unter anderem, weil sie hofft, durch diese Recherche mehr Schutz zu bekommen, und zwar einen Schutz durch die Öffentlichkeit. Genau, eine große Frage ist noch, inwieweit die Mafia die deutsche Gesellschaft infiltriert hat. Wir wissen ja mittlerweile aus Italien, dass die vom Waffenhandel, vom Drogenhandel, von Geldwäsche auf legale Geschäfte umgestiegen sind. Sie nehmen zum Beispiel an öffentlichen Ausschreibungen teil oder unterwandern die Bauindustrie. Welche Kontakte haben Sie denn in diesem Bezug in Deutschland? Sind Sie auch schon in Deutschland soweit? Also wir wissen von der Mafia in Deutschland, dass sie bei fast jedem großen Bauprojekt involviert ist. Wir wissen aus Recherchen, die wir jetzt sehr lange gemacht haben, also ich selber bin jetzt seit bestimmt 4-5 Jahren in so Mafia-Recherchen, dass die bei großen Bauprojekten teilweise ganze Lose bekommen, also meinetwegen den Betonbau oder den Gerüstbau oder sonst was. Die Summen, über die wir da sprechen, da geht es um Milliardensummen insgesamt. Ermittler schätzen, dass wir da von ungefähr 4-10 Milliarden Euro sprechen, die in diesen Kanälen der organisierten Kriminalität verschwinden. Was wir noch nicht haben in Deutschland ist, dass gleichzeitig mit diesen Ausschreibungen, mit dieser illegalen Geldbeschaffung, mit den illegalen Geschäften eine politische Verflechtung einhergeht, die bis in höchste Kreise geht. Wir haben hier teilweise Sachen gehabt, wo zum Beispiel die CDU-Fraktion im baden-württembergischen Landtag sich von einem Koch hat bekochen lassen, der direkt in Verbindung steht mit dem mächtigsten Clan, mit dem Clanführer des mächtigsten Mafia-Clans in Deutschland, den Pharaos. Das war damals noch unter Oettinger in Stuttgart. Aber daraus zu schließen, dass die Mafia in Deutschland schon in die höchsten politischen Kreise eingedrungen ist, halte ich für falsch. In die höchsten wirtschaftlichen Kreise, da bin ich davon überzeugt, dass wir da leider Gottes schon viel Mafia drin haben. Als ich das Buch gelesen habe, was letzte Woche beim Econ Verlag erschienen ist, wurde mir ziemlich schnell klar, dass Ermittler in Deutschland haben ein großes Problem, wenn es um die Mafia, wenn es um die Bekämpfung von Mafia geht. Und die arbeiten auch ein bisschen anders als die italienische Kollegen und sind auch vielleicht ein bisschen weniger effektiv. Was ist der Grund?
Also ich würde nicht sagen, dass die Ermittler eventuell nicht so effektiv sind wie die italienische Kollegen. Es gibt in Deutschland hervorragende Ermittler im Bereich der italienischen organisierten Kriminalität. Aber was sicher ist und was Tatsache ist, ist einfach, dass die deutsche Gesetzgebung nicht effektiv ist in der Bekämpfung der Mafia. Es gibt zwei Hauptunterschiede zwischen Italien und Deutschland. In Italien, das ist Punkt 1, reicht alleine die Mitgliedschaft in der Mafia als Straftat. Hier in Deutschland hingegen reicht, also gibt es eine Mafia-Straftat nicht. Das heißt, wenn jemand ein Mafioso ist und als Mafioso anerkannt wird, sozusagen von Ermittlern, das reicht nicht aus, um Ermittlungen zu eröffnen. Das ist der Grund, also das ist der Grund dahinter, weswegen es zum Beispiel in der Schweiz oder in Deutschland auch Mafia-Taufen aufgenommen worden sind, welches in Italien ein klares Grund dafür wären, gut, diese Leute, die da gerade sind, sind Mafiosi, die nehmen wir erstmal fest. Das reicht in Deutschland nicht aus, in der Schweiz auch nicht. Also eigentlich im gesamten europäischen Ausland bis aus in Italien reicht das nicht aus. Und zweitens, und das ist sogar wichtiger eigentlich, das ist der wirtschaftliche, das ökonomische Faktor. Also in Italien ist es so, dass wenn jemand als Mafioso verurteilt wird, die Ermittler ihm sofort das ganze Vermögen beschlagnahmen können. Und dann ist es diese Person diejenige, die beweisen muss, dass er dieses Vermögen durch legale Geschäfte erworben hat. In Deutschland funktioniert es anders. Also ein Beispiel, sagen wir so, Ermittler nehmen hier einen Drogendealer fest, einen Drogenhändler, und sie wissen aus Ermittlungen, dass dieser Drogenhändler eigentlich für die Mafia, für die kalabrische 'Ndrangheta zum Beispiel, mal Kokain verkauft hat. Und dieser Drogenhändler ist vielleicht, bekommt Arbeitslosengeld, hat aber eine Villa mit Pool. Also die Ermittler würden gerne wissen, woher kommt dieses Geld. Also in Italien würde man ihm sofort die Villa, das Poolbell, also wegnehmen. Und da musste dieser Mann halt beweisen, dass er die einfach mit, keine Ahnung, der Erbe seiner Oma gekauft hat. Hier in Deutschland ist es hingegen so, dass die Ermittler diejenigen sind, die dann quasi nachprüfen müssen, aus welchen Straftat er dieses Geld bekommen hat. Und das ist natürlich sehr schwierig. Und das ist vielleicht wirklich der entscheidende Punkt. Also das würde wirklich helfen, wenn das geändert wurde. Also eigentlich im Koalitionsvertrag wurde dieses Thema angesprochen. Also es war eine der Sachen, die hätten geändert werden müssen. Also es musste andere Vorlagen sozusagen für die Gesetzgebung geben. Das ist bis jetzt nicht erfolgt. Und das ist der entscheidende Punkt, weil man sollte eigentlich, man müsste die Mafia dort anpacken, wo es weh tut, wo es ihr weh tut. Und ihr tut es weh, wenn man ihre Geschäfte anpackt. Und solange man eben das nicht ändert, solange man Mafiosi das Vermögen nicht beschlagnahmen kann, werden sie hier in Deutschland sich so wie in einem Eldorado fühlen, weil sie hier so einfach Geld super gut investieren können. Ich möchte da eine Sache zu ergänzen, weil ich finde das so spannend. Wenn hier ein Mafiosi festgenommen wird, dann muss er nicht damit rechnen, wie Margarita gerade sagte, dass er sein Geld verliert. Das bedeutet, in ganz Deutschland beispielsweise, das wissen wir aus Finanzermittlungen vom Bundeskriminalamt, wurden in einem Jahr ungefähr 80.000 Euro in der Mafia beschlagnahmt. Wenn ein Mafiosi hier in Deutschland in den Knast geht, dann ist das für den wie Urlaub. Der kommt halt nach einer kurzen Zeit wieder raus, 2/3 der Strafe ist abgebüßt, dann kommt er raus und kann direkt wieder in seine Villa mit Pool. Genau. Die Sache mit der Mafia-Taufe, das ist so absurd, das kann man sich nicht vorstellen. Die Mafia könnte in Deutschland ein Vereinsheim eröffnen, wo oben drüber steht, hier trifft sich die Mafia, dann könnten die da drin arbeiten. Ganz normal, die könnten ihre Drogen verkaufen, alles Mögliche. Es wäre erstmal nicht strafbar, weil es die Mafia ist. Es wäre nicht verfolgbar, weil es die Mafia ist. Und das ist so absurd. Hier, willst du noch mal zur Rheinbrücke sagen? Ja, genau. Das ist so zum Beispiel auch ein sehr gutes Beispiel. Also 2015 wurden in Deutschland, in Baden-Württemberg, Landkreis Konstanz, 15 mutmaßliche 'Ndrangheta-Mitglieder, also Mitglieder der kalabrischen Mafia, eben festgenommen. Italien hatte einen EU-Haftbefehl also gestreckt und hatte dann auch so die Auslieferung beantragt dieser Mitglieder. Dann kam aber die Entscheidung des Oberlandesgerichtes Karlsruhe, der einfach gesagt hat, nein, wir können diese Menschen nicht ausliefern, wir setzen sie sogar wieder auf freien Fuß. Wieso? Weil eben in Deutschland die Mitgliedschaft in der Mafia keine Straftat ist, sie reicht alleine nicht aus, um diese Menschen festzunehmen oder an Italien auszuliefern. Dazu sagte man soeben, die Beweise, die italienische Ermittler eingereicht hatten, die waren älter als 5 Jahre und in Deutschland waren deren Straftaten schon verjährt, weil die Straftat verjährte ja nach 5 Jahren. Und das Problem ist, dass Ubersizio wirklich eine Eigenschaft der Mafia, man steigt aus der Mafia nicht aus, nicht freiwillig aus. Also klar, eine Kronzeugin steigt da raus eben. Also es gibt so zwei Möglichkeiten, aus der Mafia auszusteigen. Man steigt da aus, wird zu Kronzeuge, setzt das eigene Leben in Gefahr oder man stirbt.
Und dass diese Menschen in Deutschland nicht als Mafiosi angesehen werden können, führt dazu, dass sie jetzt wieder auf freiem Fuß leben und ihre Geschäfte einfach mal weitermachen, bis ihnen etwas nachgewiesen werden kann. Das ist, deswegen sind die Ermittler total frustriert, weil einfach die Gesetzeslage hier fehlen. So kann man Mafia nicht bekämpfen. Ja, vielen Dank, Margherita Betoni und David Schraben. Wir hoffen, dass diese Recherche, was ja auch gleichzeitig eine sehr spannende Lektüre ist, weiterhilft und die Aufmerksamkeit auf diese Hindernisse der Ermittlungen richtet. Wenn Sie die Texte zu dieser Recherche lesen wollen, dann gehen Sie auf unsere Seite, auf korrektiv.org. Wenn Sie Hinweise haben zu diesem Thema, dann kontaktieren Sie uns gerne. Und natürlich, wenn für Sie unabhängiger und investigativer Journalismus wichtig ist, unterstützen Sie uns. Vielen Dank.